ich lebe hier seit vielen Jahren, ist wirklich mein Ursprungsland, meine Heimat, wo ich gar nicht zu bestellen habe momentan, wo mein Lebensmittelpunkt nicht dort ist, wo ich nicht mal einen Schlüssel habe. Ich bin Paulino Miguel. Migranten sind sozusagen Motor der Entwicklung. Und das wurde lange Zeit sozusagen ignoriert, nicht wahrgenommen. Und das Forum der Kultur hat das zur Aufgabe genommen, genau diese Arbeit, diese Expertise sichtbar zu machen. Und dass wir zusammen das Projekt so für Förderer, für Unterstützer sozusagen so hinzubringen, dass es angenommen wird. Unser Schwerpunkt für 2020 ist Begriffe, die uns bestimmen. Zuschreibung, Eigenbestimmung, Positionierung, Unsicherheit und Definitionsmacht. Migrationshintergrund oder gibt es Wörter wie Biodeutsche, was bedeutet das? Und solche Diskussionen haben wir. Ich habe oft mal Leute gehört, ja, in unserer Arbeit hat jemand gesagt, wenn man sagt Biodeutsche, sind die anderen gespritzte Deutsche oder und solche Sachen diskutieren wir. Ich setze mich für diese Themen, weil ich bewundere die Arbeit von Migrantenorganisationen. Ich habe wirklich großen Respekt, was ich vorgefunden habe. Zum Beispiel speziell jetzt zur Corona-Zeit. Es gibt viele Migranten, die bieten zum Beispiel Essen für Geflüchtete oder für Altersheime. Und das sind solche Sachen, die ich versuche zu zeigen. Gucken Sie, Migrantenorganisationen haben das gemacht. Die haben für die deutsche Gesellschaft gemacht. Ist nicht Heimat dort, wo ich meine Schlüssel habe, wo ich niemanden fragen muss, ob ich da rein, weil wenn ich jetzt, ich als Mosambikaner, wenn ich nach Mosambik fliege, ich muss auch meinen Bruder fragen, da kannst du mir einen Schlüssel geben, ist das wirklich mein Heimat, ist das mein Zuhause? Wenn die ganze Zeit vor Integration die Rede ist und ja, also mehrere Jahre, was ich ankomme, ist das ein Selbstempfinden? Und in meinem Fall zum Beispiel, ich habe schon definiert, ich bin angekommen. Egal was.